So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute mal, ihr habt es euch ja gewünscht, also es haben ein paar Leute unter das Video geschrieben. Und das letzte, dass ich mal Tipps und Laufwege auf Combine machen soll. Ja, die Map ist eigentlich echt, keine Ahnung, manchmal ist es schwer, manchmal, ja, gerade vorher habe ich auch wieder Combine gezockt. Also, da bin ich auf jeden Fall gut abgegangen und da will ich euch jetzt auf jeden Fall mal helfen. Ja Leute, auf jeden Fall, als erstes kann ich mal sagen, zockt auf der Map auf jeden Fall mit einem MP und schnell ziehen, weil schaut sich Ecken hier an, da muss man schnell im Scope sein auf jeden Fall. Genau Leute. Ja, wenn wir jetzt hier von A mal ausgehen, Leute, A auf A scheiße ich immer direkt, wirklich, rush hier durch, meistens dann springe ich hier hin und dass ich dann hier bin und da kommen sie dann raus. Müsst ihr aufpassen, falls sie da schon stehen, dass sie euch nicht sehen, dass ihr die wegholt. Wenn ihr die weggeholt habt, so schnell wie möglich, wirklich so schnell wie möglich hierhin, weil die bekommen das schon mit, dass ihr hier seid, und da kommen sie dann ganz schnell mal hier um die Ecke und wollen euch wegholen. Also passt auf jeden Fall auf. Genau. Dann, wenn ihr hier alles weggeholt habt, Leute, könnt ihr hier hoch noch eine Flash werfen. Wenn da jemand ist, könnt ihr so ganz schnell hoch ihn einfach wegholen. Also ganz easy eigentlich. Und ja, hier aufpassen. Nur wenn dann nur ganz leicht raus, schon niemals hier so hingehen, weil da kommen sie oft drüber gesprungen und holen euch dann ganz easy. Also wenn dann nur so hier und sie dann holen. Genau Leute, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Spot. Und zwar, wenn ihr auf der, also wenn ihr hier durch seid, Leute, rusht sofort dann hier hin in den Raum. Hier, das ist ein perfekter Headglitch, ihr könnt euch hier so hinlegen. Oder hier ein Headglitch. Wenn dann da, wenn ihr da dann jemand geholt habt, könnt ihr hier rüber, könnt ihr hier die wegholen. Wenn ihr die weggeholt habt, Leute, könnt ihr wieder hier hin die wegholen. Müsst ihr aber aufpassen, wenn er dann hier wieder hinläuft. Die könnten schon wieder da sein. Also so im Scope vielleicht hier reinlaufen am besten. So, da könnt ihr dann auch ganz easy noch mal eine Flash werfen, wie ihr halt Bock habt. Genau. Hier oben auch aufpassen, falls er hier dann zu dem Spot darüber geht. Da oben sind sie nämlich auch ja oft und wollen euch dann von hier oben so wegholen. Aber ich denke, da passt ja schon drauf auf, Leute. So, dann kommen wir mal zu C. C ist schon ein bisschen kniffliger, finde ich. Also wenn man hier spawnt, und zwar muss man, also ich laufe so immer hier außen rum, direkt hier hin, wirf hier so zwei Flashes drüber, Leute, dass die da hinten dann aufkommen. Zwei Flashes drüber und da oben rein meine Thermit. So. Müsst ihr aber aufpassen, dass er nicht so weit hier rausgeht. Denn jetzt habt ihr auf jeden Fall mal den Spot da hinten. Wisst ihr, ob da welche sind, wenn ihr welche geflasht habt. Da oben, wenn da welche sind, halt. Wisst ihr auch, dass da halt, dass ihr da aufpassen müsst. Und jetzt ist nur noch der Spot. Da müsst ihr hinziehen. Auf die zwei Steine da. Headglitchen sind nämlich übelst oft, Leute. Und sonst einfach schnell hier durchrutschen. Die hier wieder wegholen und dann so nicht, Leute, so bam bam und dann hier so die da wegholen, wenn da noch welche sind. Denn wenn ihr sie alle wegholt habt, sofort hier rein, Leute, sofort hier rein, dann könnt ihr euch hier hinflacken, wie ihr gerade Bock habt. Da kommen sie nämlich hundertprozentig rein immer. Ja, wenn sie dann geblickt haben, dass ihr hier seid, ja, dann auf jeden Fall Position wechseln, hier wieder zurück, entweder dann hier so sie holen. Dann könnt ihr auch hier rüber in den Headglitch, ganz easy. Ja, und dann rusht hier rein und zielt dahinter, Leute. Zielt dahinter, da spawnen sie, da. Da könnt ihr richtig schön aus der Tür ballern. Aber wenn sie es dann mal mitbekommen haben, dass ihr da seid, oder ihr da einen Doppel- oder Dreifachabschuss rauskommen habt, dann solltet ihr euch da echt verpissen. Am besten wieder hier so hin.
und dann wieder hier so rüber. Ja, Leute, das war's eigentlich. Ihr könnt dann auch mal hier hoch wieder und hier oben dann so chillen. Warten, bis sie kommen. Also, ja, das sind meine Tipps. In der Mitte wirklich kaum aufhalten. Hier drüben der Weg. Falls mal hier wirklich so abgeht, dass ihr da gar nicht durchkommt, dann könnt ihr den Weg hier nehmen. Da sind nämlich eher selten dann welche, finde ich. Oder so habe ich halt wahrgenommen. Und ja, B nur sichern, wenn auch ein anderer Teammate mit euch sichert. Alleine habt ihr keine Chance. Ja. So, Leute. Das war's eigentlich von dem Video. Ich hoffe, euch hat es wieder weitergeholfen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da am besten. Und schreibt wieder neue Maps oder welche ihr als nächstes sehen wollt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.